Das neu entdeckte Miteinander aller Glieder des Volkes Gottes hat nach dem Konzil seinen sichtbarsten Ausdruck gefunden in der von diesem ermöglichten, gemeinsam in der Muttersprache gefeierten Liturgie, bei der unterschiedliche Dienste mitwirken. Die große Zahl von haupt- und ehrenamtlich in der Seelsorge engagierten Laien und die neu geschaffenen Strukturen der Mitverantwortung auf allen Ebenen haben das Bild der Kirche vor Ort verändert und geprägt. Diese Diözesanversammlung spiegelt diese Wirklichkeit wider. In ihr wird etwas von dem verwirklicht, was das Konzil in Lumen Gentium den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes Gottes nennt. Kritiker der nachkonziliaren Entwicklung bemängeln, dass dies alles den kirchlichen Erosionsprozess anscheinend nicht aufhalten konnte. Umgekehrt jedoch ist zu fragen, was aus der katholischen Kirche geworden wäre, wenn sie den Aufbruch des Zweiten Vatikanums nicht gewagt hätte. Nach 50 Jahren ist es freilich notwendig, darüber nachzudenken, wie es in der Ortskirche von Freiburg um die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse steht und wo diese angesichts neuer, damals noch nicht erkennbarer Aufgaben und veränderter Rahmenbedingungen fortzuschreiben sind. Darin liegt die Chance und Aufgabe der Diözesanversammlung. Es wird wohl kaum jemand bestreiten, dass in unserer Erzdiözese die Impulse zu einer stärker vom Gedanken der Partizipation geprägten Kirche dankbar zugelassen und angenommen wurden. Beides ist wichtig: zulassen und annehmen. Die Bereitschaft einer großen Zahl von Frauen und Männern sowie Kindern und Jugendlichen zum Engagement in der Ortsgemeinde, in gemeindeübergreifenden Strukturen und Verbänden sowie in Politik und Gesellschaft ist ungebrochen. Dies ist in der Tat, um noch einmal Guardini zu zitieren, ein religiöser Vorgang von unabsehbarer Tragweite, in dem das Wirken des göttlichen Geistes zu erkennen ist. Und jetzt wechsle ich den Numerus in die Einzahl. Ich frage mich jedoch, ob diesem Wirken in unserer weltweiten Kirche nicht zu enge Grenzen gezogen werden, etwa was alternative Zugänge zum Priesteramt, was die Zulassung von Frauen zum geistlichen Amt oder von qualifizierten Laien zur Predigt in der Eucharistiefeier angeht, um nur diese Bereiche zu nennen. Ich bleibe bei der Einzahl. Ich bin mir bewusst, dass eine Entscheidung darüber nicht in den Zuständigkeitsbereich einer Diözesanversammlung fällt. Aber diese kann durchaus darüber beraten und entsprechende Voten formulieren.